Aufsteigers gegen Rapid. Wieder Massenandrang beim ebenfalls ungeschlagenen Aufsteiger Ried gegen Sturm. Ausgerechnet gegen den Meister, Admira Wacker und Trainer Walter Knaller unter Zugzwang. Und gibt's wieder wie im letzten Spiel Westertaler Tore gegen seinen Ex-Club FC Tirol. Damit guten Abend und herzlich willkommen bei unserer Sendung Fußball. Die dritte Runde auf dem Programm, die hat schon einigen Zündstoff in sich, denn manche Vereine laufen bereits jetzt Gefahr, etwas am Boden zu verlieren. Außerdem, bedingt durch die Drei-Punkte-Regel, könnte es auch zu einer Zweiklassengesellschaft in der ersten Division und in der zweiten natürlich kommen. Außerdem diese dritte Runde ein letzter Test für die Teamspieler von Herbert Prohaska vor dem EM-Qualifikationsspiel am Mittwoch in Riga gegen Lettland. Da geht es für den österreichischen Fußball um sehr viel und das wissen alle. Bei einem Sieg sind wir bei der EM, naja, mit sehr viel Prozent dabei. Schauen wir uns einmal die Ausgangssituation dieser dritten Runde an. Die ersten in der Tabelle eingeblendet. Der LASK führt mit 5 Punkten vor Salzburg, Ried 4, die Innsbrucker und ein Schwanz von anderen Vereinen darunter mit 3 Punkten. Der LASK führt deshalb, weil er gestern seine einzige Chance nach einem Fehler der Austrianer genützt hat durch Thomas Weißenberger, durch einen zu kurzen Pass von Libero Belaic. Es ist der erste Sieg der Linzer in dieser Saison nach 2 Unentschieden und der erste nach 16 Jahren bei der Wiener Austria, die sich faktisch selbst geschlagen hat durch viele vergebene Chancen, eine rote Karte von Melde und mit diesen 0:1. Also der LASK voran. Wir beginnen mit zwei Aufsteigern und wir beginnen mit dem Aufsteiger aus Oberösterreich mit Ried. Sturm Graz zu Gast, die Mannschaft hat einiges gut zu machen nach der letzten Heimniederlage gegen Casino Salzburg. Man versucht natürlich in Ried Punkte und Boden gut zu machen. Auf der anderen Seite wieder Ried mit doch einigem Selbstvertrauen, noch ohne Niederlage. Und Trainer Klaus Reutinger, ein junger, ambitionierter Mann, setzt auf einen Spieler, der ihm zuletzt sehr viel Freude gemacht hat. Das ist Erwin Damphofer, der aus Graz hinaufgekommen ist nach Oberösterreich und gegen den LASK ein wichtiges Tor erzielt hat. Erwin Damphofer ist die zweite Sturmspitze bei den Riedern neben Möseleder. Die Stimmung wieder großartig, trotz Gluthitze, über 7000 Zuschauer im Stadion. Es sind ja insgesamt nur 12.000 Einwohner in Ried und das ist die neue Werbung. Andrzej Lechiak kann heute noch nicht spielen. Sie erinnern sich sicherlich, war er lange Zeit eine Stütze beim FC Tirol. Sturm Graz von links nach rechts mit den besseren Möglichkeiten in der Anfangsphase. Guter Pass von Schopp. Und eine Direktabnahme von Wettel, die wir hier in dieser Szene noch einmal sehen. Arnold Wettel kommt immer wieder aus dem Mittelfeld. Es dauert lange, bis die Innviertler den ersten gefährlichen Angriff starten. Da muss Goriuk mit Fußabwehr klären. Der Tormann der Grazer. Grazer in der letzten Saison die beste Auswärtsmannschaft gewesen. Und ein Kopfball von Damphofer. Und er wie immer gelassen, Ibiza Osim in der Mitte, der Trainer der Grazer. Dann Glasner. Schwerer Fehler drüben. Guter Pass, Mario Haas, Goalgetter und Tor. 0:1 bereits nach 24 Minuten. Also Sturm Graz liegt in Ried mit 1:0 in Führung. Dem Spielverlauf nach durchaus verdient der geschlagene Tormann Ronald Unger, früher bei der Wiener, noch einmal. Der platzierte Schuss von Mario Haas. Jetzt noch einmal aus unserer Hintertorkamera. Schönes Tor via Innenstange. 0:1 auf alle Fälle in Ried. Innviertler versuchen sofort zu kontern. Ivsic war das, heute von Beginn an mit dabei. Wieder Ivsic. Ja, mit dem linken Fuß, da ist er stärker. Fehlschuss von Marinko Ivsic, der in der Pause fast zum FC Linz gewechselt wäre. Dann wieder die Innenviertler, die jetzt etwas aufkommen. Guter Direktschuss. Und zwar wieder von Damphofer. Dann Stanisajevic, soll immer wieder die Drehscheibe sein. Fehlpass im Mittelfeld, Mario Haas. Die Grazer verstehen zu kontern. Und Vastic vergibt diese Möglichkeit. Ja, die Innviertler im Mittelfeld zu zaghaft. Noch einmal diese Szene. Selbstlos dieser Pass von Haas, dem Schützen zum 0:1. Und Vastic, ein glänzender Techniker,
verfehlt das Tor. Weiterhin 0:1. Dann Kramer. Typische Szene in diesem Match. Eine Härteeinlage. Wir haben ehrlich deutet, war nicht so arg. Er hatte schon die gelbe Karte. Wir sehen das noch einmal in der Zeitlupe. Ja, so einige Fouls hat sie in diesem Match schon gegeben. Dann wieder Roland Kramer war dabei beim Tor mit einem Fehler. Kurz abgespielter Freistoß von Hörmann. Wieder Mario Haas, kann von Kramer nicht gehalten werden. Immer noch Haas, Wettel völlig frei und Tor. 0:2 in der 40. Minute. Ja, die Innviertelabwehr ist heute ganz, ganz leicht auszuspielen. Gegen Rapid war sie noch stark, auch gegen den Lask im Auswärtsspiel, aber heute ganz leicht. Schöner Pass hier von Haas und Wettel hat keine Probleme mit der Innenseite des Fuß. 0:2 auf alle Fälle in der 40. Minute. Hier haben Sie den Torschützen Arnold Wettel. 0:2, das ist auch der Pausenstand. Und er musste bereits zwei Tore heute kassieren. Unglücklich natürlich Ronald Unger. Nach der Pause die Innenviertler gleich etwas mit mehr Druck. Wieder Kramer. Auf Drexler, Attacke von Schopp und Elfmeter. Gleich nach Wiederbeginn, 48. Minute, Elfmeter für Marco Poloried. Noch einmal diese Aktion. Vielleicht ein bisschen eine harte Entscheidung, auch er schubst ihn nur ein bisschen. Elfmeter, das ist Tormann Roland Goriup und Stanisajevic ist der Mann für solche Fälle. Achtung und Tor getäuscht. 1:2 gleich zu Beginn der zweiten Spielhälfte, 48. Minute. Stanisajevic erzielt aus dem Elfmeter den Anschlusstreffer. Und jetzt hoffen natürlich die Innviertler Fans. Noch einmal, keine Chance für Goriup. 1:2. Aber die Grazer Mannschaft abgeklärter, technisch besser, im Mittelfeld vor allem mit einer Überlegenheit kontert sofort. Immer wieder Missverständnis in der Abwehr zwischen Eder und seinem Außendecker und Haas mit der Möglichkeit auf das 3:1. Ja, immer wieder Deckungsfehler heute bei den Innviertlern. Dann wieder Vastic. Was macht Kramer? Wieder Fehler. Was macht Eder? Wieder Fehler. Also da gibt es enorme Deckungsfehler. Dann kommt Grassler. Kommt vorbei an Kramer. Ball war nicht im Out. Achtung und Tor, 1:3, Ivica Vastic krönt seine Leistung mit dem 3:1. Aber unglaublich die Abwehrfehler bei den Innviertlern, sein drittes Saisontor bereits. Noch einmal, ja, da hat ein Vastic keine Probleme. Ungar chancenlos. Ist das Match für Sturm gelaufen? Das war jetzt die Frage. Hat Sturm die Heimniederlage gegen Salzburg weggesteckt? Oder auch die Leistung im Europacup. Ja, Osim, man merkt ihm nicht an, dass seine Mannschaft führt. Und dann kommt endlich Pavel Mraz, er war ja angeschlagen. Zwar für Kramer. Aber Sturm kontrolliert weiter das Match. Mehlig, wieder auf Grassler, auch mit einer guten Leistung im Mittelfeld. Grassler abgefälscht. Oh, das war knapp. Abgefälscht von Libero Eder. Weiterhin 1:3. Aus Sicht der Rieder. Schauen wir uns das noch einmal an. Eder hat sich da dazwischen geworfen. Stanisajevic verliert den Zweikampf. Mario Haas weicht immer wieder aus, von rechts nach links. Kommt einmal von der einen, dann wieder von der anderen Seite. Erste Möglichkeit und Tor. 1:4 im zweiten Versuch. Und der Torschütze wieder Vastic. Ivica Vastic. Jetzt ist das Match natürlich für Sturm gelaufen. Noch einmal, zuerst kann Ungar noch parieren und dann heißt es aber 4:1 in der 63. Minute übrigens. Aber die Innviertler, sie geben nicht auf. Steininger, einer der Manndecker, Mraz und Tor, 2:4, schöner Heber des eingewechselten Pavel Mraz und die Innviertler können noch einmal verkürzen. Der Aufsteiger, der in den ersten beiden Spielen so geglänzt hat, schön gemacht von Mraz, 2:4. Es gibt dann noch einige Möglichkeiten in der Schlussphase. Die letzte hier, Mraz,
Und Dampfhofer, Sturm Graz gewinnt auf alle Fälle in Ried mit 4:2. Nicht alle ein Geschenk der Rieder Abwehr. Ja, er war sicher ein Geschenk. Aber wir sind eigentlich froh, dass wir wieder 3 Punkte gemacht haben. Das hat uns wieder Selbstvertrauen gegeben. Und so, jetzt sehen wir weiter. Das Schiff geht nicht unter. Natürlich klar, dass wir Dämpfer bekommen und wir müssen auch lernen, dass wir verlieren. Und heute war eine Niederlage und wir hoffen natürlich, dass wir in absehbarer Zeit wieder zu uns finden und dass wir wieder Erfolge feiern. Lernprozess also bei Ried für die Tote Freunde 2:4, die Torwette und richtig.